Es sind die Ärmsten der Armen, um die sich Prinzessin Odette im Kongo kümmert. Als engagierte Society Lady und Konsulin ihres Heimatlandes in Deutschland will sie uns zeigen, wie man den Bürgerkriegsopfern von Kamituga helfen kann. Fast 80% der Frauen wurden hier in den Kriegsjahren Opfer von Vergewaltigung und die Armut scheint unüberwindlich. Doch so langsam kehrt die Hoffnung in diesen Teil der Welt zurück. Wir werden Zeuge, wie die Menschen vor Ort ihre Prinzessin als Retterin feiern. Fast 2000 Menschen haben am Ortseingang von Kamituga stundenlang auf ihre Prinzessin gewartet und sie bereiten ihr einen emotionalen Empfang. Ja, ich fühle mich sehr glücklich, weil ich habe vorher die ganzen Kinder nicht gesehen. Und die Kinder, welche ich unterstütze, sie sind heute hier, da und ich habe ein sehr gutes Gefühl. Für die Menschen in der Flüchtlings- und Goldgräberstadt ist Odette ihre Prinzessin, aber auch eine Repräsentantin aus Deutschland. Die 33-Jährige lebt nämlich in Frankfurt, ist Konsulin der Demokratischen Republik Kongo und sammelt Spenden für ihre Heimat. Auf Schildern lassen die Schulkinder deshalb Deutschland in französischer Sprache hochleben. Die Kinder kommen von der Schule. Ich unterstütze die Schule, ich bezahle die Schule. Der Rest geht im Triumphmarsch unter. Die Frau, die im fernen Kamituga so gefeiert wird, residiert normalerweise in einer schicken Frankfurter Büroetage. Die 33-jährige Prinzessin ist Honorarkonsulin ihrer Heimat. In ihrer Villa am noblen Stadtrand der Wirtschaftsmetropole ist Afrika in allen Ecken präsent. Ja, ich vermisse Afrika, aber ich fliege nach Afrika jeden 2 Monate. So jede Zeit, wenn ich vermisse Afrika und dann fahre ich nach dem Flughafen und dann fliege ich nach Afrika. So, yeah. Ich bin in Deutschland, ich lebe jetzt in Frankfurt, aber mein Herz ist jeden Tag in Afrika. Weil ich telefoniere mit Afrika jede Stunde. So ich vermisse nicht so viel Afrika. Doch Afrika ist voller Gegensätze und darauf kriegen wir hier schon einen Vorgeschmack. Die Konsulin, die sich so stark für arme Menschen einsetzt, besitzt nämlich eine luxuriöse Villa, inklusive einer opulenten afrikanischen Kunstsammlung, die ihren vielen Gästen sofort einen Eindruck von der Lebensart des schwarzen Kontinents gibt. Besonders stolz ist sie auf ihre von außen etwas unscheinbare Schmuckschatulle. Innen drin ist alles echt, aber alles sozusagen berufsbezogen. Als Prinzessin von Maniema erwartet man von ihr in Afrika nämlich, dass sie echtes Gold trägt. Ja, sind alles Gold. Ich komme aus Kongo. In meinem Land gibt es viel Gold. So ist normal, das sind. Ist das alles echtes Gold? Ja, das ist alles echtes Gold, ja. Wow. Aber ich weiß nicht, was ich muss heute Abend tragen. Vielleicht die hier? Weiß nicht. So repräsentiert Prinzessin Odette ihr Land auf Wohltätigkeitsveranstaltungen wie der Gala zur Gorilla-Schutzkonferenz, hier mit dem engagierten Schauspieler Hannes Jennecke. Oder sie sammelt Spenden bei einem Poloturnier. Gerade bei den Wirtschaftslenkern der Bankenmetropole Frankfurt kann sie mit ihrem königlichen Auftreten viel bewirken. Das in Deutschland eingesammelte Geld geht aber nicht nur nach Afrika, sondern auch in ein Problemviertel ihrer Wahlheimat. Am Frankfurter Berg unterstützt sie die multikulturelle Hausaufgabenhilfe des deutsch-afrikanischen Jugendwerks. Ich würde so Kinder helfen, nicht nur afrikanische Kinder, aber Kinder aus verschiedenen Nationalitäten. Sie kennen den Sinn, sie kamen aus Afrika. Woher kamen sie? Afghanistan. Er kam aus Deutschland und wir haben Kinder von allen Nationalitäten. Ich helfe nicht nur afrikanische Kinder, aber Kinder von mir sind Kinder. So, alle Kinder sind hier willkommen. Seit einiger Zeit lässt die Sicherheitslage wieder zu, dass die Prinzessin auch im Kongo konkrete Projekte unterstützt und dafür die Spendenwerbetrommel rührt. Ich fühle mich sehr, sehr happy, weil es mein Land, ich bin zu Hause, ich fühle mich sehr, sehr gut, relaxe und glücklich. Und so fährt die Society Lady mit uns durch eine Gegend im Ostkongo, über die wir in unseren Nachrichten schon viel gehört haben. Vor 2 Jahren tobte hier der Bürgerkrieg. Auch heute ist die Gegend unsicher. Wir brauchen auf der Fahrt in die Provinzhauptstadt Bukavu starken Schutz durch Polizei. Maschinenpistolen und Panzerfäuste sind immer zu unserem und dem Schutz der Prinzessin dabei. Auch als wir ein Denkmal besichtigen, in dem das Bildnis eines Verwandten der Prinzessin zu sehen ist, hier merken wir sofort, dass immer noch viel Militär gebraucht wird. Die Rebellengefahr ist ein Grund, warum der Ostkongo wirtschaftlich nur schwer auf die Beine kommt.
Dennoch, so sagt man uns, vor 2 Jahren war hier die Gefahr noch viel größer. Die Hoffnung kommt in sehr kleinen Schritten zurück in diese trostlose Gegend. Wir sind im Osten des Kongo. Am Privathaus der Prinzessin in Bukavu singen sich rund 200 Frauen warm. Eigentlich ist der genaue Ankunftstermin des Konvois geheim. Doch er hat sich offenbar herumgesprochen. Auch für Prinzessin Odette ist das ein emotionales Ereignis. Sehr, sehr schön, wenn ich komme zu meinem Haus. Und dann, ich finde Leute, die Frauen, die ich unterstütze, auf mich warten, eine Überraschung gemacht. Das ist richtig sehr toll. Ich singe einen Song, einen sehr, sehr traurigen Song. Was habe ich gemacht? Warum bin ich vorgewartet? Das ist richtig ein trauriger Song. Im Bürgerkrieg war Vergewaltigung ein Teil der Kriegsführung. Diese Frauen wurden zu Opfern und werden jetzt mit Kleinkrediten unterstützt. Schon mit 30 Euro pro Monat schaffen sie es, eine neue Existenz aufzubauen. Und es gibt neben der Prinzessin noch eine zweite Hoffnung für die Menschen im Ostkongo. Jean-Claude Kibala ist Vizegouverneur der Provinz und damit Chef der Verwaltung. Überraschung, der Mann spricht Deutsch. Ja, der Gouverneur war so lange in Troisdorf oder so lange in Deutschland. Erstes Mal in Köln, in Hürth und dann in München und dann in Hannover, fast überall, 17 Jahre. Und dann habe ich irgendwie gesehen, die Bilder, jeden Tag die gleichen Bilder. Und habe ich gesagt, okay, ich gehe mal schauen, ob ich was beitragen könnte. Und dann war natürlich die Reise, dann bin ich in Kongo geblieben. Die Menschen haben den Rückkehrer vor 3 Jahren gewählt. Heute gilt der 43-Jährige als starker Mann der Provinz Südkivu. Und er führt uns am selben Abend zu einem Vorzeigeprojekt, das die Prinzessin finanziell unterstützt. Papier wird hier zu Brennbriketts recycelt. Eine neue Art von Brennstoff. Und das produzieren sie hier mit Abfall. Dadurch verhindern sie, dass die Frauen hier Kohle kostet schon viel Geld. Und natürlich, klar, die Umwelt wird natürlich kaputt gemacht, wenn man denkt, wie viele Anwohner hier in Bukavu. Wir sind schon bei 1 Million. Odette kann sich hier in der Masse etwas leisten, wovon man Touristen immer warnt. Sie zeigt ihre Luxustasche auch im Slum und die Menschen lieben sie dafür. Versace im Vorort. Für uns erscheinen die Gegensätze krass, aber die Bevölkerung ist überglücklich, eine leibhaftige Prinzessin zu erleben. Und der Vizegouverneur nimmt die Adlige sogar Huckepack, als der Abhang zu steil wird. Am nächsten Tag brechen wir auf in die ärmste und gefährlichste Gegend des Kongo. Für 175 Kilometer Lehmpiste nach Kamituga brauchen wir im Konvoi mehr als 6 Stunden. Immer wieder müssen unsere Gastgeber dabei kleine Militärparaden von lokalen Armeeeinheiten abnehmen. Access! Tout par la vie, terminé! Prima aux ordres! Und die Zivilbevölkerung zeigt ebenfalls ihre Freude. Also das ist spontaner Empfang. Ich glaube, die wissen, die haben mitbekommen, also die kommunizieren alle. Und die haben bekommen, dass ich komme. Und das ist klar, dass sie nicht nur begrüßen, aber die wissen, dass wenn der Gouverneur kommt, die werden irgendein Getränk oder irgendwas oder ihre Probleme schildern. In Kamituga sehen wir bitterste Armut. Hier leben Zehntausende in Slums. Und für Odette ihr wichtigstes Hilfsprojekt vor. Im Haus der Action Sayedia kommen vergewaltigte Frauen unter. Mariana Kabala hat sich bereit erklärt zu schildern, wie sie im Bürgerkrieg vergewaltigt wurde. Die Prinzessin übersetzt für uns aus der Landessprache Swahili. So, die Hutu-Rebellen sind zu Hause gekommen und sie war da mit den 8 Kindern, mit ihrem Mann. Und die hat die Frau erstmal vorgewartet und dann nachher den Mann umgebracht vor ihren Augen und die Kinder. 30 Frauen aus Marianas Dorf wurden an diesem Tag vergewaltigt und damit nicht genug. Nach örtlichem Brauch wurden die Frauen auch noch verstoßen. Wenn ein Freund gewartet ist, in ganz in Familie, sie konnte nicht zurückkommen. Sie muss in einer anderen Stadt leben, weil sie es nicht mehr akzeptiert.
Pro Jahr spendet Prinzessin Odette 18.000 Euro aus ihrer Privatkasse für diese Einrichtung. Damit können 150 Frauen mit ihren Kindern Unterkunft, Kleidung und Schulgeld bestreiten. Es sind diese Initiativen, die den Menschen von Kamituga eine Perspektive geben. Dafür wurde Prinzessin Odette mit dem Titel UNESCO-Friedensbotschafterin ausgezeichnet. Natürlich muss sich auch politisch vieles ändern im Ostkongo. Aber die Prinzessin steht auf dem Standpunkt, dass die konkrete Hilfe für Menschen das Wichtigste ist. Deshalb wird die Frau aus dem fernen Frankfurt im Kongo so herzlich gefeiert.